Ja, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, wo befinde ich mich denn wohl hier? Naja, schwierige Frage natürlich, ohne Zusatzhinweise. Vielleicht erster Hinweis, 17. Bezirk, am Rande der Höhenstraße, benannt nach einem Fürsten, dessen Denkmal am Rande der Wiener Innenstadt steht, der ein Feldherr war und natürlich auch ein Fürst. Ich glaube, jetzt habt ihr es. Schwarzenbergpark, eines der wunderschönen Naherholungsgebiete im Wiener Waldgürtel. Und das wissen natürlich auch die Enten zu schätzen. Karl Panek ist vieles von der Gestaltung des Schwarzenbergparks zu verdanken. Und hier darf ich euch meinen heutigen Begleiter auf diesem Stadtspaziergang in der Natur vorstellen. Sein Name ist nicht Bond, nein, Gizmo natürlich. Und er gehört meinem Freund Willi, der mich hier auch begleitet. Und ständig begleitet, natürlich von den Farben des Herbstes, geht's hier durch diesen Erholungspark. Ich bin doch kein Waschbär, dass ich meine Futterreste hier wasche. Und weg ist's. Wer war es? Natürlich die Männer der Schöpfung. Also da heraus ist wunderschön. Man hat seine Ruhe. Es segiert einem keiner. Die Hunde haben freien Auslauf. Und was will man mehr?
Nicht nur herbstliches Grün, Rot und Braun gibt's im Schwarzenbergpark, sondern auch zum Beispiel hier diese Statue des Ares Ludovisi oder Ruhender Mars von Johann Martin Fischer. Oder diese zwei Obelisken, die auch unter dem Namen Schaukel Maria Theresias bekannt sind. Ja, kopflos sind zurzeit nicht nur manche Leute in der Corona-Krise, sondern auch dieser borghesische Fechter von Johann Martin Fischer. Ja, und was strenge Verbote mitunter auslösen können, sehen wir hier. Franz Moritz Graf Latschi war zur Zeit Josefs II. Von der Verordnung betroffen, dass Begräbnisse nicht mehr in pompösem Ausmaß gefeiert werden durften. Also ließ er sich auf seinem eigenen Grundstück dieses Grabmal hier erbauen, in dem er dann tatsächlich auch später mal beerdigt wurde. Fließwasser gefällig. Achtung, bisschen weiter rechts. Hier haben wir es schon. Aha, gleich fort mit dem Moped vom Heurigen noch aus. Ist Kirschenzwängern Mundgeruch und spuckt die Kerne aus. Auf einmal kommt der Spurtwagen, drin sitzt ein feiner Herr. Der kriegt einen Kern ins Auge und fällt natürlich sehr. Schon bei der nächsten Kreuzung holt er das Moped ein und schreit in seiner Gagen, sie sind vielleicht ein Schwein. Sie ungustlose Schircher, der Hackler kriegt einen Hoss. Er spuckt den letzten Kern aus und sagt zu ihm, weißt was? Hupfingatsch, das kann heut schon jeder sagen. Aber Leid so wie du, die legen wir im Morgen. Zirk an und mach mit, hau ab, aber geschwind, sonst lernst kennen, ein echtes Werner Kind. Wie
Wie er dann später zaus kommt, liegt seine Frau im Bett. Sie macht ein Batzenschnuffel und sagt, bist wieder fett. Du stinkst schon von der Weiten, gestell dich unter Dusch. Er zirkt sich seine Schuhe aus und sagt, na bitte, Gusch. Hupfingatsch, das kann heut schon a jeder Sohn, aber eine wie du, die liegt mir im Mond. Geh in die Kuchel zum Herd, dort kehrst hin, aber geschwind, sonst lernst kennen ein echtes Werner Kind. Und so sehen Hunde nach einem anstrengenden Nachmittag aus. Fertig, erledigt, müde, mir fehlt nichts mehr.